Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es euch denken könnt, heute ist der 1. Februar, also zeige ich euch, was ich alles im Januar gemacht habe. Und ich habe herausgefunden, wie ich meinen Speicherplatz lösche. Also dementsprechend habe ich jetzt wieder Speicherplatz. Wir haben im Monat Januar an drei verschiedenen Hobbys gearbeitet, auf verschiedenen Projekten. Womit fangen wir an? Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal mit Kreuzstich an. Falls ich es schaffe, werde ich die Bilder dazu einblenden. Falls ich es nicht mehr schaffe, weil ich bin etwas müde, ich hatte heute den ersten Praktikumstag. Das heißt, ich habe im Lager gearbeitet und anstrengend. Zeige ich euch erstmal die Herbstfrau, die ich schon seit Jahren sticke und endlich mal weitermache, um euch zu zeigen, wie weit ich bin. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt diese Seite hier fertig und diese Seite hier fertig. Das heißt, ich habe jetzt einfach Seite 3 fertig gemacht. Da fehlt noch ein kleines bisschen auf Seite 2 und dann ist sie auch fertig. Das heißt, es sind 2 von 9 Seiten fertig jetzt komplett. Da unten habe ich nicht weiter gestickt, wie ihr denken könnt. Hier sind ein paar Stiche noch hinzugekommen, nicht sehr viele. Aber ja. Die genaue Prozentzahl kann ich euch gerade nicht sagen, wie viel ich bin, weil ich weiß es nicht auswendig. Und die habe ich auf einer App auf dem Handy. Und das Handy filmt ja gerade. Also, das ist der Fortschritt bei meiner Herbstfrau. Gut, dann legen wir das mal kurz auf die Seite. Ich lege es jetzt einfach dort oben hin. Gut, als nächstes, kreuzstichtechnisch, habe ich 2 Bilder dran gearbeitet. Ich kann euch noch zeigen, was ich geschafft habe auch. Hier oben seht ihr, habe ich nichts gemacht. Unten habe ich angefangen. Unten bin ich auf die 6613 Stiche gekommen. Und irgendwie schaut es ein bisschen gelblich aus, aber wurscht. Kann ich nicht viel machen. Das sind, ich. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich bin schon bei über einem Viertel. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich bin schon bei über einem Viertel vom Bild. Das weiß ich echt gerade nicht auswendig. Falls ich es falsch sage, sorry. Auf jeden Fall, das wären meine 2 Kreuzstichprojekte. Ich habe extra erstmal geguckt, dass ich die meisten so dunkelblautöne hier unten mache und dann weitergehend. Was recht gut funktioniert hatte, ich hatte nur ein einziges Mal zwischendurch gewechselt und die Section hier gemacht gehabt. Und dann habe ich einfach angefangen, random mir die Farben rauszusuchen und mich hochzuarbeiten, weil es öfters Farbwechsel jetzt dann auch gibt. Weil hier unten waren es hauptsächlich 3 verschiedene Blautöne. Oben habe ich noch gar nichts gestickt. Also das Höchste, was ich gestickt habe, war hier ein bisschen. Das hier, da und da. Auf jeden Fall wird da mein Ziel sein, für dieses Monat auf die 50% zu kommen. Bei Herbstfrau würde ich sehr gerne Seite 2 mindestens fertig kriegen und mit Seite 4 anfangen. Und ja, das wären meine 2 Stickprojekte. Wir haben aber noch ein weiteres Stickprojekt, was ich euch gezeigt habe, was aber nicht von mir gestickt wird, sondern von meinem Schatz. Das ist das Wolfsrudel, wie ich es genannt habe, und mein Schatz hat hier unten angefangen. Also dafür, dass mein Schatz bis jetzt noch nichts gestickt hat, finde ich, ist er recht gut vorangekommen. Ich weiß jetzt nicht, warum ein paar von diesen Stichen jetzt so dunkel sind. Vielleicht hat sich die Farbe, das Garn ein bisschen verfärbt, aber das sollte ja spätestens beim Auswaschen vom Vordruck dann runtergehen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Stichanzahl, ich habe es nicht gezählt.
Aber es ist mein Schatz. Das ist sein erstes Stickprojekt. Er mag es, aber er ist in dem Sinne, er sagt, er macht erstmal eine Farbe im kompletten Bild und dann wechselt er. Ich hoffe mal, er ändert noch seine Meinung, weil das echt schwer zum Zählen ist. Aber ja, das sind die Kreuzstickprojekte. Machen wir weiter mit den Diamond Painting Projekten. Erstens, es gibt ein klitzekleines Finish. Das Bild selber habe ich jetzt nicht gefunden, aber die Box hatte ich halt noch. Das Bild hier hatte ich beendet. Das war ein kleines Bild, was ich damals vom Action gekauft hatte. Und das habe ich fertig gemacht, damit ich wenigstens eins meiner Projekte komplett fertig habe. Weil auf Diamond Painting hatte ich ehrlich gesagt in diesem Monat nicht so sonderlich viel Lust. Gut, dann haben wir Forest Guardian, was ich euch schon gezeigt hatte. Das habe ich weitergemacht. Bin bis dahin gekommen. Und ganz wenig hier oben ist nochmal weitergekommen, weil die Freundin ein bisschen weitergemacht hat. Sie war halt nicht oft da. Das heißt, ein bisschen was ist bei mir weitergekommen, ein kleines bisschen was bei der Freundin. Und daran werde ich diesen Monat weiterarbeiten, wenn ich auf viereckige Steinchen Lust habe. Und das letzte Diamond Painting Projekt, was ich angefangen habe, was aber Diamond Painting und mal nach Zahlen ist, ist dieses Bild hier. Hier sieht man meinen Fortschritt. Ich habe mir das bis jetzt in zwei Sections geteilt gehabt und den Teil hier fertig gemacht. Den Teil hier mache ich diesen Monat. Da ist noch ein bisschen und dann fange ich an mit Malen nach Zahlen vom Bild. So wie ich es verstanden habe, in dem Bild soll man erstmal das Diamond Painting machen und dann die Malen nach Zahlen Sections. Wie das dann funktioniert, vielleicht mache ich das in einem Video mal. Das waren die Diamond Paintings. Also ich habe ein rundes, ein viereckiges gerade am Laufen. Gut. Und jetzt kommen wir zu den Perlenstickprojekten. Als allererstes haben wir hier mein Rundperlenstickbild. Und wie ihr sehen könnt, ich habe nur angefangen. Das sind die ersten 100 Perlen drauf. Vielleicht mache ich auch so ein kleines Video dann draus. Jeder 100 Perlen ein Bild. Das wäre doch eigentlich ganz interessant zu sehen, wie das dann ausschaut. Ja, auf jeden Fall, ich habe damit mal angefangen, bin ein bisschen vorangekommen, aber ich habe nur ein Perlenstickbrett. Dementsprechend dachte ich mir so, ich warte ein bisschen, bis ich bei meinem anderen Projekt soweit fertig bin oder ein zweites Perlenstickbrett kaufen kann. Das ist unser Rundperlenstickbild. Dann, ich glaube, ich zeige euch den Regenbogenlöwen als letztes. Ich habe mit dem Fuchs angefangen, mit dem Babyfuchs. Ich muss jetzt gerade nur kurz gucken, weil hier sind Fäden noch dran. Und dementsprechend verheddert sich das gerade ein bisschen. Aber ich weiß wenigstens, dass vom Babyfuchs nur ein einziger Faden ist. Weil, ja. Das war's. Das sind 900 Perlen, die ich gerade mal am Babyfuchs gesteckt habe. Weil das hat so eine Umrandung und es hat ein bisschen Hintergrundfarbe. Das heißt, ich konnte durchgehen. Ich versuche da gerade eine andere Methode als mal beim Regenbogenlöwen, um zu gucken, was mir besser gefällt. Weil ich werde es definitiv wahrscheinlich Seite für Seite lassen, dass ich es mache. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher in dem Punkt. Deswegen, ich teste gerade an den zwei Bildern aus sozusagen. Ich habe jetzt eine Methode gefunden, die ich beim Regenbogenlöwen beibehalte. Und die Methode, die ich hier angefangen habe, werde ich hier beibehalten, um zu gucken, okay, was gefällt mir am Endresultat am besten und was gefällt mir beim Perlensticken selbst am besten. Gut, damit hätten wir jetzt das letzte Projekt, woran ich gearbeitet habe, wo ich sagenumwogene 6.900 Perlen gestickt habe. Ich weiß, für die Perlensticker ist das nicht viel, aber ich meine, ich habe nebenbei die Ausbildung, die ich mache und die ganzen anderen Projekte,
und Hobbys. Also, wir sind bei 28,83%. Wir haben die komplette Breite an Seiten fertig. Oh, das schaut im Video sogar noch geiler aus als in Person. Schaut im Video, ups, Entschuldigung. Schaut gerade in Person gerade nochmals richtig geiler, über das Video richtig geil aus gerade. Aber man sieht, es ist extrem viel Farbwechsel. Ich hatte nur da drüben sehr viel Hintergrund schwarz, was mir auch gefallen hatte, weil damit konnte ich ein bisschen reingrinden. Ich bin nicht auf mein Ziel gekommen, auf 10.000 Perlen im ersten Monat, aber ich denke mal, ich habe es mal gut angefangen und angekurbelt. Ich habe mich ein bisschen mehr aufs Sticken konzentriert als aufs Perlensticken, weil wenn man müde von der Ausbildung heimkommt, ist Sticken ein bisschen einfacher als Perlensticken. Aber ich habe sagenumwogene 3 Seiten fertig geschafft. Ich habe Seite 4 beendet, die ich noch im Dezember angefangen hatte. Seite 5 habe ich komplett gemacht. Seite 6 war jetzt nicht gerade viel. Ich glaube, das war von der Breite her ein bisschen mehr als ein Kästchen. Ich glaube, nur 12 von der Breite her in Reihen. Also, das war nicht so viel. Aber ich hatte das so gemacht gehabt, dass ich von hier oben so viermal entlang gegangen bin, Seite 5 und 6 zusammengedingst. Also ist das komplette Bild, habe ich 6 von 24 Seiten fertig. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz auf mich. Des Weiteren will ich dieses Bild bis September fertig haben. Ja, ich weiß. Oh, ich bin bei fast 30%. Das heißt, ich will gucken, so gut es geht, diesen Monat auf die 40% zu kommen, dass ich halt weiterkomme. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Perlen ich dafür brauche, aber wir sind jetzt im Moment bei 22.600 Perlen von 78.400 Perlen. Das heißt, mir fehlen noch 65.000 und 800 Perlen, glaube ich, falls ich mich nicht verrechnet habe. Ich meine, ich weiß, ich bin über ein Viertel. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, etwa 10% in den letzten 2 Monaten geschafft habe. Oder mehr. Ich glaube, 13%. Sorry, ich muss den Schluck Wasser nehmen. Aber ich kann das ja eh noch mal kurz checken, weil ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe nämlich in meinem kleinen Perlenstickprojekt da, habe ich extra die Dinge aufgeschrieben. Also ich habe 16% circa innerhalb vom Dezember und Januar gemacht. Das heißt, wenn ich mich noch ein bisschen mehr ankurbel, kann ich es wirklich auch schaffen, 10% im Monat zu schaffen. Sollte möglich sein. Weil ich war bei 6.900 Perlen und 7.840 wären 10% gewesen. Das heißt, ich war 900 Perlen circa entfernt. Ich denke mal, für die Tatsache, dass ich nicht jeden Tag an dem Bild gearbeitet habe und an manchen Tagen über 1.000 Perlen gestickt habe, ist es eigentlich ganz gut. Selbst wenn ich nur an 10 Tagen diesen Monat dran arbeiten könnte, wenn ich die 1.000 Perlen an dem Tag schaffe, schaffe ich das definitiv. Also habe ich mir jetzt auferlegt, ich werde beim Kaufstopp bei gewissen Dingen mitmachen. Mein Punkt ist es, ich weiß, ich habe genügend Projekte da zu gewissen Themen. Ich habe genügend Diamond Paintings da, das weiß ich. Das habt ihr auch gesehen. Ich habe genügend Perlensticksachen da. Das weiß ich auch.
Aber ich werde jetzt nicht darauf hinausarbeiten, dass ich mir das ganze Jahr nichts kaufe. Ich habe es mir jetzt so überlegt. Bei mir ist, ich brauche immer ein bisschen Abwechslung unter meinen Projekten und auch unter den Hobbys. Bei den Diamond Paintings möchte ich gucken, dass ich maximal drei viereckige Steinchenbilder habe, drei runde Steinchenbilder habe und vier Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel das Bild hier. Dafür habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Falls ich wirklich nur eine halbe Stunde lang painten möchte und irgendwas wirklich schnell Finish haben möchte. Das heißt, wir sind bei 10 Sachen. Thema Diamond Painting möchte ich maximal zu Hause haben. Bis dahin möchte ich mir nichts Neues kaufen zum Thema Diamond Painting. Zubehör ist ein anderes Ding. Wenn ich Zubehör möchte, okay, schön und gut. Bei Diamond Painting brauche ich nicht wirklich Zubehör, außer vielleicht mehr von diesen Koffern. Weil ich möchte eines Tages doch auch ein Heaven and Earth Design auf einer extra Leinwand machen. Das ist eines meiner Ziele, die ich eines Tages machen möchte. Definitiv nicht dieses Jahr, weil so viele Steinchen habe ich nicht. So viele übrig gebliebene Steinchen habe ich nicht. Also werde ich erstmal gucken, dass ich an meinen Projekten arbeite und gucke, dass ich auf das runterkomme. Perlen stecken. Mir ist wichtig, okay, ich finde das gut, dass ich zwei Bilder habe, die auf gezähltem Stoff sind. Und das Rundstückbild gefällt mir auch sehr gerne. Genauso wie das Holz Perlensticken. Dementsprechend möchte ich da wahrscheinlich gucken, dass ich zwei gezähltem Stoff habe. Einmal rund, einmal Holz und einmal gedruckt. Das heißt, fünf Projekte zum Thema Perlensticken möchte ich maximal da haben. Ich habe im Moment sechs Stück da. Das heißt, ich werde gucken, dass ich mindestens eins meiner Projekte überhaupt fertig kriege. Wenn ich eins von den beiden vorher fertig kriege, dann werde ich mir einen neuen gezählten holen. Wenn ich aber jetzt eins von den gedruckten fertig kriege, dann hole ich mir erst wieder ein neues gedruckte, wenn das gedruckte fast fertig ist. Also das wäre mein Ziel in dem Sinne. Maximal fünf. Und beim Sticken muss ich mir ehrlich gesagt noch überlegen. Ich glaube, dass ich so mindestens ein gezähltes, auch wenn es Kleinigkeiten sind, weil ich stick nicht so oft. Außer ich habe wirklich Lust, aber das ist mehr Vordruck. Ich merke, ich mag lieber Sticken auf Vordruck oder Sticken von Bildern, die wirklich farblich ineinander verlaufen, aber nicht so viel Konfetti haben wie meine Herbstfrau. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich darauf gucken, dass ich immer zwei Projekte gleichzeitig habe, dass ich Abwechslung habe, zwecks farbentechnisch etc. Ich darf mir aber neue Projekte da noch kaufen, solange ich es nicht übertreibe. Und ich darf mir das Zubehör zu Perlensticken und Sticken definitiv kaufen. Zu Diamond Painting brauche ich es nicht. Habe ich noch. Und mal nach Zahlen sollte ich mir jetzt in nächster Zeit nichts kaufen, solange ich wirklich sage, okay, ich sitze in einem Monat öfters als ein, zweimal dran. Weil ich bin in dem Monat zum Beispiel gar nicht am Malen nach Zahlen gewesen. Dementsprechend beziehe ich mich jetzt aus Sticken, Perlensticken und Diamond Painting. Diamond Painting, maximal 10 Paintings, drei viereckig, drei rund und vier Kleinigkeiten. Da ist es wurscht, ob es rund oder viereckig oder Specials sind oder was auch immer. Ich wäre fast rumgeflogen. Perlensticken 5 Projekte maximal. Und Sticken gucke ich jetzt erstmal wahrscheinlich, dass ich mindestens eins der Projekte mache, die ich zu Hause habe. Und auch immer ein Finish habe zwischendurch. Weil das wird in Abwechslung sein die ganze Zeit. Und es wird immer ein Vordruck und ein gezähltes Bild sein. Ich glaube, das ist ein guter Plan fürs Erste. Und dann seht ihr zwar öfters dieselben Projekte, seht aber auch, dass es vorankommt und ich sehe, dass es vorankommt. Und plus mit der Ausbildung und Praktikum etc. habe ich nicht immer Zeit.
Das heißt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe auch, die Rita fand jetzt nicht, dass es zu schnell gesprochen wird. Sie hat mir schon gesagt, dass sie halb außer Atem war, so schnell wie ich geredet habe. Aber ich bin Österreicher. Österreicher reden schnell. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch über den Fortschritt vom Regenbogenlöwen und auch den Fortschritt von jedem anderen Projekt. Wie findet ihr? Soll ich noch ein paar weitere Regeln hinzufügen zu meinem Kopfstopp oder habt ihr dazu noch ein paar Fragen? Auf jeden Fall, ich glaube, fürs Erste sollte ich genügend Projekte haben. Vielleicht aber werde ich mich nicht hundertprozentig dran halten. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, fürs Erste werde ich mich eher darauf fokussieren, wenn ich neue Sachen kaufe, Thema Lesen. Ich bin gerade nämlich auch sehr gut im Lesen. Aber das seht ihr im nächsten Video. Bye bye!